Hello Friends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Vorab ignoriert bitte mein Auge. Ich habe irgendeine Entzündung und deswegen ist es mega geschwollen gerade und sieht extrem scheiße aus. Ignoriert das einfach. Ich gehe morgen zum Arzt und bekomme dann hoffentlich irgendein Medikament dagegen. Auf jeden Fall ist es heute Montag, der 29. Mai. Gerade ist es 19.14 Uhr. Das ist eine sehr komische Zeit, um einen Vlog zu starten. Aber ich wollte einen Weekly-Vlog mal wieder machen, weil ich ja letzte Woche nicht gefilmt habe und dementsprechend auch kein Video hatte. Und ich wollte eigentlich wöchentlich wieder hochladen. Habe es natürlich nicht geschafft, jetzt nach der dritten Woche. Perfekt. Aber ich dachte, ich starte jetzt einfach, auch wenn ich heute ein bisschen spät und confused in den Tag gestartet bin, weil heute Feiertag ist und ich gestern Abend feiern war und ja, deswegen habe ich einen Late Start. Aber ich habe jetzt gerade einige Sachen am Laptop fertig gemacht, die ich noch machen musste. Jetzt habe ich mich ready gemacht zum Joggen. Das werde ich jetzt nämlich machen. Ich bin irgendwie voll motiviert. Ich habe richtig Bock, jetzt ein bisschen zu schwitzen. Es ist auch noch richtig schön draußen und ich freue mich einfach auf den Run jetzt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Folgt mir super gerne auf Instagram, wenn ihr mehr aus meinem Daily Life sehen wollt. Und ansonsten starten wir jetzt mal richtig mit dem Video. Leute, ich bin zurück. Mein Gott, ich bin so rot und so verschwitzt. Ich hatte auch echt einen sehr guten und schnellen Run. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein bisschen zu schnell war, weil mir jetzt gerade mein Kreislauf jetzt gar nicht so gut irgendwie. Deswegen setze ich mich jetzt noch mal kurz ein bisschen raus. Marlene und Toni haben nämlich eh angerufen und mit denen wollte ich noch telefonieren. Freunde, wie ihr sehen könnt, mein Auge ist nicht besser. Deswegen habe ich mich gerade ready gemacht und gehe jetzt zum Arzt. Ich hoffe, dass ich bei der Arztpraxis hier in der Nähe einen Termin bekomme. Beziehungsweise da einfach schnell irgendwie mir das angucken lassen kann, damit ich da was verschrieben bekomme für. Es wird wahrscheinlich jetzt ewig dauern. Ich werde wahrscheinlich ewig dann warten. Aber ja, so ist es. Ich habe eine Sonnenbrille auf, damit ich nicht so scheiße aussehe. Und ja, ich gehe jetzt mal schnell zum Arzt. Das ist mein Outfit. So eine Trainingshose an, T-Shirt und eine Jeansjacke drüber, weil ich nicht weiß, wie warm es genau ist. Und ja, so gehen wir jetzt zum Arzt. Okay, Friends, ich war jetzt beim Arzt und ich habe was verschrieben bekommen. Aber es ist gerade nicht lieferbar in jeder Apotheke. Deswegen muss ich jetzt jede Apotheke hier abklappern. Okay, ich bin jetzt fertig. Ich war jetzt bei 3 Apotheken. Die dritte hatte zum Glück. Dann war ich jetzt noch gerade bei Lidl einkaufen, weil ich eigentlich keinen Lidl bei mir zu Hause habe direkt. Aber der war jetzt hier in der Nähe vom Arzt, deswegen bin ich hier noch schnell hin. Und ja, jetzt fahre ich heim und dann mache ich mir endlich mal was zu essen. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Ich habe so Hunger. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist aus so einer vollen Tasche seinen Schlüssel zu suchen. Okay, ich bin zurück at home, obviously. Und ich räume jetzt mal kurz meine Einkäufe aus. Ich habe einen Blumenkohl, Koriander, Cherrytomaten, Himbeeren, Süßkartoffel, Brokkoli, Feta, Olivenöl, Hafermilch, Kichererbsen, Wraps und 2 Nektarinen. Und of course mein Medikament. Leute, das war so teuer. Also ich finde, Lidl ist so teuer geworden. Das hat 24 Euro gekostet. Naja, ich räume das jetzt mal ein. Meine Kerzen fliegen hier die ganze Zeit so durch die Gegend, weil die so schmelzen, wenn die Sonne da reinscheint. Deswegen, ich glaube, ich muss die mal wegtun. Die andere liegt hier
Unten ist auch komplett verbogen. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Smoothie Bowl. Ich zeige euch einmal, wie ich die so mache immer. Und zwar mache ich immer in so einen Behälter. Ich habe so eine Beerenmischung. Da sind Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Kirschen drin. Und davon noch so viel ungefähr. Dazu kommt dann eine halbe Banane. Und dann mache ich immer noch ein bisschen von diesem Skin Glow rein. Das ist einfach so ein Supplement, das ich gerade benutze für meine Haut, aber optional. Dann ein halber Scoop von meinem Proteinpulver, das ist veganes Vanille. Ein Schuss von irgendeinem Pflanzendrink. Ich habe da immer so einen billigen von Rewe. So, und dann wird das alles püriert. Lecker. Very much needed. Es ist besser als in jedem Café. Ich sag's euch. Okay, Leute, ich habe jetzt gefrühstückt und ich werde jetzt eine halbe Stunde lang die Sonne ein bisschen draußen ausnutzen und mich ein bisschen sonnenbräunen. So eine halbe Stunde und dann werde ich auf jeden Fall einen produktiven Nachmittag machen. Ich muss noch ein paar Sachen für die Uni machen und generell auch für YouTube und so. Okay, Freunde, ich bin jetzt fertig mit meiner kleinen Tanning-Session und ich wollte noch ganz kurz erzählen, was ich gerade lese. Und zwar heißt das Buch Every Summer After. Das habe ich mal meiner Mutter, glaube ich, geschenkt bekommen. Ich bin jetzt auf Seite 22, also jetzt noch nicht besonders weit. Ich habe jetzt gerade erst angefangen, aber bisher finde ich es echt ganz cute. Ich glaube, es ist so eine kleine Summer-Romance, bisschen Heartbreak, bisschen, ja, alles Mögliche. Und ja, wie gesagt, bisher finde ich es echt cute. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich nehme jetzt auf jeden Fall vor, jeden Tag ein bisschen wieder zu lesen, weil ich ja letztens aber auch echt viel gelesen habe. Und eigentlich hat es mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ich habe es dann irgendwie jetzt gar nicht mehr gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, das zu lesen. Hab Bock. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall ein bisschen was für die Uni machen, weil wir so ein Gruppenprojekt haben. Und da muss ich heute Abend so eine Idee noch vorstellen. Und ich habe noch keine. Deswegen muss ich das jetzt mal machen. Kleines Update von mir. Es ist jetzt mittlerweile 16.20 Uhr und ich bin eigentlich die ganze Zeit am Schreibtisch, mache ein paar Sachen für Social Media, muss auch immer noch das für die Uni machen. Ja, und jetzt fange ich mal an, dieses Video zu schneiden, weil ich das echt mal ein bisschen mehr so throughout the week machen will. Weil ich es immer an einem Tag sonst fertig machen muss. Und es ist dann halt immer ein Tag richtig viel Arbeit und sonst gar keine Arbeit. Und das ist einfach dumm. Und ich möchte jetzt anfangen, das halt so ein bisschen die Arbeit aufzuteilen. Und deswegen fange ich jetzt mal an, dieses Video zu schneiden. Es ist gerade echt super random Zeit zu essen, aber ich habe voll Hunger und ich will ja noch trainieren gehen. Und ich will jetzt nicht Abendessen kochen, weil es ist erst 5:30. Deswegen mache ich mir jetzt so eine Lunch Bowl. Und es ist jetzt einfach, ich habe jetzt gleich nochmal Gruppenbesprechung von diesem Projekt, was wir machen. Danach werde ich ins Gym gehen. Jetzt mache ich erstmal diese Bowl hier warm, weil ich habe so Hunger. Ich habe ja auch hier die Smoothie Bowl bisher gegessen. So, das ist jetzt hier meine Bowl. Ich habe ein bisschen Sriracha drauf gemacht und das esse ich jetzt schnell. Okay, weiter geht's. Ich schneide das Video jetzt weiter, sodass ich den Rough Cut bis zu der Stelle einfach heute dann fertig habe. Und ja, viel geht nicht ab, sag ich euch ehrlich. Ich gehe später noch ins Gym. Slow me down when I'm living fast. You make me wanna be with somebody. I am back from the gym. Ich musste jetzt erstmal meine Kamera reparieren, weil einfach dieser Flipscreen abgefallen ist. Deswegen konnte ich auch im Gym nicht filmen, weil das halt da passiert ist. Und dann war ich so, scheiße. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch kurz was zu Abend essen. Ich hatte eigentlich für heute so eine Hummus-Bowl geplant.
Es ist schon relativ spät, aber ich glaube, ich mache die trotzdem noch. Ich habe eigentlich echt Bock da drauf. Training war echt gut eigentlich. Ich habe so ein bisschen Upper Body und Abs trainiert und ein bisschen Cardio noch dazu gemacht. Und Freunde, mein Essen ist fertig. Das ist meine Hummus und Blumenkohl Bowl. Ich habe so Bock darauf. Wird jetzt richtig, richtig lecker, glaube ich. Ich sehe so scheiße aus. Aber let's do a taste test. Oh, ich habe so Bock darauf. Ich liebe Hummus. So gut. Also Leute, das Essen war wirklich eine 10 von 10. Kann ich empfehlen. Ist auch wirklich super einfach zu machen. Ich kann euch das Rezept mal verlinken, weil ich das von TikTok habe. Ja, das Ding ist, dadurch, dass es halt wirklich kichererbsenlastig ist, bin ich jetzt so bloated. Oh, das ist so kalt. Ich gehe jetzt irgendwo schlafen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal duschen und dann geht's. Leute, 8:11 Uhr und es ist richtig random, ist passiert. Und zwar habe ich eine Waschmaschine, die ich abholen kann über Freunde von Freund und die gerade ist einfach kostenlos. Ich kann die jetzt einfach abholen, aber es muss jetzt sein. Deswegen fahre ich jetzt gleich los, hole diese Waschmaschine und es ist super random. Mein Auge ist immer noch geschwollen. Für Mission Waschmaschine holen. Let's go. Okay, also ich bin jetzt gerade bei Toni vor der Haustür. Oh Gott, hier ist gerade wirklich die Hölle los. Aber wir warten, ich muss kurz hier warten, weil Toni... Leute, wir sind gerade in der Einbahnstraße. Oh Gott, könnten Sie vielleicht einen Meter nach vorne fahren? Danke. Uns kam gerade ein Polizeiwagen entgegen. Ein Krankenwagen und wir sind in der Einbahnstraße. Hä, aber wir sind auch mal mit dem Miles hier. Ach so, ja, aber in die Richtung. Hä? Ob das eine Einbahnstraße ist? Wir sind back. Ich mache jetzt erstmal Frühstück. Und dann, ich habe gerade eigentlich Uni, aber ich gehe schon wieder nicht in die Uni. Das ist wirklich so schlimm in meinen Vlogs. Ich gehe nie in die Uni. Okay Leute, Toni ist jetzt weg. Die Waschmaschine läuft, wie man wahrscheinlich im Hintergrund hört. Und ich räume jetzt ein bisschen die Wohnung auf, weil es ist schon wieder irgendwie messy wie noch was. Und ich will mal ein bisschen durchsaugen, ein bisschen putzen. Und ich habe es jetzt eh nicht mehr geschafft in die Uni, weil es einfach zu spät gewesen wäre. Hallo Friends, ich bin wieder back und melde mich. Ich habe gerade ein bisschen was zu essen gemacht. Das ist einfach die Reste von gestern. Ich jetzt immer aufs Wetter kommen. Ich habe auf jeden Fall heute eigentlich auch meine Wäsche gewaschen, meine Nägel gemacht. Und jetzt habe ich ein bisschen Work am Laptop gemacht. Jetzt habe ich Hunger. Und dann bin ich eigentlich noch ins Gym später. Das
jetzt 6:30. Ich werde jetzt essen, mache noch ein bisschen Arbeit im Laptop. Heute ist Lab Day. So, also es ist jetzt schon eine ganze Weile später und ich habe mich gerade angezogen und ich gehe jetzt ins Gym. Das ist mein Gym-Fit für heute. Ich habe eine orangene Hose an, schwarzes T-Shirt, eine kleine Jacke drüber, damit es nicht kalt wird, wenn ich vor allem zurückgehe. Cap, weil mein Gesicht heute nicht so gut aussieht. Ich war einfach in diesem Vlog noch gar nicht geschminkt. Und ja, ich habe ein bisschen mein Abendessen schon gepreppt, damit ich später nicht mehr so viel machen muss. Let's go! From the gym. Machen wir jetzt schnell Abendessen. Und zwar habe ich ja vorhin schon ein bisschen gepreppt. Ich mache nämlich heute so Pizza, aber es ist nicht wirklich Pizza. Also alle Italiener würden mich umbringen, wenn ich das Pizza nenne. Aber es ist auf jeden Fall Pizza inspiriert. Und zwar habe ich also Gemüse geschnitten und Tomatensauce gemacht. Dazu habe ich noch Feta. Und das Ganze will ich jetzt irgendwie mit Pizza auf so Wraps anrichten und im Ofen machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe das irgendwie auf Pinterest gesehen. Und deswegen probiere ich es jetzt mal. Gumo, Freunde, für mich geht's jetzt joggen. Heute ist Donnerstag und nicht wundern, wieso ich diese Woche irgendwie so viel Sport mache. Ich mache heute jetzt das letzte Mal Sport für die Woche, weil ich morgen nach Köln fahre und dann da nichts machen werde. Und deswegen wollte ich das alles jetzt am Anfang der Woche fertig machen, damit ich trotzdem mein Sportpensum für die Woche erreiche. Und ja, deswegen gehe ich jetzt joggen. Ich bin eigentlich motiviert, es ist schönes Wetter draußen, ich habe Bock. We used to have each other's playlists. No, no. Yes. Es ist jetzt 12.56 Uhr. Ich habe in 45 Minuten Uni und ich muss mich mal kurz ready machen dafür. Ich habe heute Morgen so ein neues Frühstück bzw. so ein Snack ausprobiert. Ich habe das für TikTok mitgefilmt, deswegen ist es nicht im Vlog. Aber schaut gerne mal auf TikTok vorbei, wenn ihr sehen wollt, was es genau war. Verlinke ich euch auch mal da unten. Ja, ich mache mich jetzt mal ready für die Uni. Trinke noch meinen Kaffee und dann, ja, geht's los. Used to be each other's best friends, yeah. And now we go our separate pathways, but your heart's still in mine, yeah. And maybe we could try it next week again, but I don't wanna think what's toxic, but who can? Okay, Leute, ich bin ready für die Uni. Ich habe heute mein ganz anderes Outfit irgendwie. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mich so wohl fühle, aber mir ist es gerade eigentlich egal. Ja, so gehe ich jetzt zur Vorlesung. Als erstes würde ich zum Wandertag von der 6. Klasse gehen.